Ja, servus Leute, in diesem Teil werde ich euch zeigen, wie man einen Vergaser aus dem Vespa-Motor ausbaut und vor allen Dingen, wie man den reinigt. Bei der Vespa ist es so, dass der Vergaser hier in einem richtigen Gehäuse drin hockt. Viele sagen dazu auch Vergaserwanne, ist aber eigentlich nicht der richtige Begriff. Ich sage jetzt einfach Vergasergehäuse. Der Vergaser wird halt hier einfach in einem Gehäuse aufbewahrt, dass er halt vor Dreck geschützt ist und hat hier vorne dann quasi ein Loch für die Ansaugluft und hier wird nicht die warme Luft quasi von der Motorwärme genutzt, sondern die Luft wird aus der Karosserie gezogen, also sprich da, wo der Tank sitzt, gewährleistet einfach, dass man frischere Luft hat, weil umso kälter die Luft ist, umso mehr Sauerstoffanteile sind drin. Und ja, ich glaube, der Hauptgrund von so einem Vergasergehäuse ist halt wirklich zum einen Luftzufuhr, zum anderen, dass es ein bisschen gegen Dreck geschützt ist. Bei der Lusso-Variante wird das Ganze noch ein bisschen komplizierter, weil da wurde ja dann eine Ölpumpe nachgerüstet. Und da hat man mit den Dingern eigentlich fast nur Probleme, also ich inklusive. Und zwar ist das Problem bei einer Lusso, dass die halt hier zwischen Motorblock und Vergasergehäuse einen offenen Ölkanal kreiert haben. Und das ist halt immer undicht. Das heißt, Lusso-Motoren sind hier hinten eigentlich immer versifft ohne Ende. Ja, ich habe das auch noch nicht wirklich in den Griff bekommen. Also ich habe da schon mit Dichtmaß und Co. gearbeitet. Aber das sprengt jetzt den Rahmen. Das will ich euch gar nicht zeigen. Ich will euch zeigen, wie man hier Vergaser ausbaut. Und als allererstes müssen wir hier mal den Deckel des Vergasergehäuses öffnen. Sorry, by the way, wenn es hier ein bisschen laut brummt. Das ist die Lampe hier oben. Ja, sie ist alt, tut aber ihren Zweck. Im Video ist das manchmal ein bisschen nervig, aber zum Schrauben ist es halt viel besser. Und zum anderen wird der Arbeitsbereich hier schön ausgeleuchtet, dass ich das euch alles zeigen kann. So, bei der Lusso gibt es hier zwei Kreuzschlitzschrauben. Bei der PX Alt gibt es hier nur Schlitzschrauben. Alternativ könnte man hier auch eine Ratsche mit einer Nuss ansetzen. Müsste eine Achternuss sein, wenn ich mich nicht irre. So, die zwei Schrauben müssen gelöst werden. Die Schraube ist zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl. Dann kann man den Deckel abnehmen, der sitzt manchmal ein bisschen strammer. Hier gibt es auch nochmal eine Teilnummer von Biagio. Den kann man zur Seite legen und am besten als für Aufbewahrungsbox für die Vergaserschrauben nutzen. Okay, als nächstes sehen wir hier schon direkt den Luftfilter, der quasi den Vergaser verbirgt. Hier gibt es noch eine kleine Lichtung. Die ist auf der Standgasschraube, die kann man einfach abziehen. Die hat halt unten so einen Steg, damit die hier in die Vertiefung von dem Luftfilter reinpasst. Und oben, damit man eine große Oberfläche zum Vergaserdeckel hat. Und der Luftfilter ist ebenfalls mit zwei Schlitzschrauben hier befestigt. Man nimmt dafür übrigens einen passenden Schraubenzieher, weil die Schrauben, die sind auch relativ schnell rund. Wenn die Schrauben dann lose sind, kann man den Luftfilter auch einfach nur nach oben wegziehen. So sieht das ganze Ding aus, ist ein Original Piaggio Filter. Ein bisschen dreckig, aber den werden wir später genauso sauber machen. So, und jetzt haben wir hier schon unseren Vergaser. Ich glaube, die Bauweise nennt sich Flachschiebervergaser. Ich zeige euch mal, warum. Jeder, der einen Vergaser schon mal gesehen hat von einem Zweirad, kennt es normalerweise so, dass halt an der Unterseite immer die Schwimmerkammer sitzt, da drin auch der Schwimmer ist. In der Mitte haben wir dann quasi den Lufttunnel. Und oben die Betätigung. Bei der Vespa ist das Ganze ein bisschen anders. Und zwar haben wir hier den Schwimmer. Das heißt, wir haben hier unseren Benzinanschluss. Hier kommt das Benzin rein. Hier haben wir einen kleinen Benzinfilter, der ist aus Kunststoff. Und hier unten drunter haben wir die Schwimmerkammer. Und dann geht es über den Düsenstock quasi hier in den Luftkanal. Und hier haben wir quasi unseren flachen Schieber. Hier ist die Betätigung vom Gas. Und wenn ich hier quasi Gas gebe, dann wird der Schieber geöffnet und der Motor kann dann halt in dem Fall richtig viel Luft ansaugen. Die Düsen können dann richtig viel Gemisch durch den Unterdruck beigeben und somit geben wir Gas. Der Choke befindet sich hier vorne, das ist dann so ein kleiner Hebel, der einfach nur eine kleine Düse reindrückt und den Luftkanal quasi verschließt. So, und um den Vergaser jetzt zu demontieren, haben wir hier eine Schraube und wir haben hier eine Schraube. Beziehungsweise bei der Lusso haben wir Schrauben. Bei der PX Alt sind es Muttern, weil wir hier tatsächlich Stehbolzen drin haben. Also ich merke an vielen Ecken, dass die PX Alt wirklich besser verarbeitet ist als die Lusso.
Ich meine, so grob vom Vergaser und so ist das alles gleich. Aber gerade solche Sachen wie Stehbolzen, dass man das halt einfach nicht verdreht montieren kann oder sowas, ist hier definitiv besser gelöst. So, also die Mutter-Außengröße hier ist 11. Sprich, wir brauchen eine 11er Nuss. So, das ist die Beute. Also das ist nicht nur eine Mutter, sondern eine Mutter mit Führungssteg. Richtig, richtig geil. Also finde ich super geil gelöst. Dagegen stinkt Lusso wirklich ab. Sorry, muss man wirklich so sagen. Also Peaks, alt ist um einiges besser durchdacht. Also wenn man jetzt mal absieht, dass es ein italienisches Fahrzeug ist. Nein, sorry, war ein Witz. Ist um einiges besser durchdacht als ein Lusso, weil wir hier halt wirklich eine richtige Führung haben. Ne? Bevor ihr den Vergaser runternehmt, macht ihr nochmal hier den Schieber auf und guckt, dass der Drehschieber da unten drunter zu ist. Der Drehschieber quasi ist die Backe von der Kurbelwelle, die das Loch hier verschließt. Man sieht, dass der halb zu ist. Und wenn man jetzt das Lüfterrad dreht, dann sieht man, dass jetzt das Loch da unten, also der Drehschieber, komplett zu ist. Und erst jetzt tun wir den Vergaser lösen oder am besten jetzt erst Schrauben lösen. Weil wenn da was reinfällt ins Motorgehäuse, dann ist das mega kacke. Jetzt ist der Vergaser und die Wanne lose. Das heißt, wir nehmen uns irgendwie ein großes Gefäß, wo wir den Vergaser direkt reintun können. Es kann nämlich sehr gut sein, auch wenn der Motor 10 Jahre gelegen hat, dass da immer noch komische Flüssigkeiten drin sind und die wollen wir halt einfach nicht auf unserer Werkbank haben. Den Vergaser können wir jetzt quasi hier an der Standgaseinstellschraube hochziehen. Guckt an der Unterseite, dass hier nichts dran klebt und kann ihn dann einfach in seine temporäre Behausung reinlegen. Dann was wir hier noch sehen, dass wir hier als Befestigung halt eine Scheibe haben und nach der Scheibe kommt wieder so ein Spannungsring. Das ist halt die frühere Schraubensicherung gewesen. Ich habe es ja schon mal gesagt, Muttern, die unter Spannung stehen, lösen sich nicht und es wurde halt früher mit solchen Spannungsringen gelöst. So, das heißt, wir haben unten eine Scheibe, damit halt einfach die Oberfläche größer wird, wo die Kraft wirkt. Dann haben wir eine Sprengscheibe und dann kommt die Mutter, beziehungsweise die Mutterführung, das was wir eben gesehen haben. So, wenn dann der Vergaser unten ist, kommen hier ganz typischerweise Papierdichtungen zum Vorschein. Zwar zwei Stück. Einmal zwischen Vergasergehäuse und Vergaser und einmal zwischen Motorgehäuse und Vergasergehäuse. Die tun wir ersetzen, sind nicht teuer. Notfalls kann man die auch selber schneiden. Das Vergasergehäuse hat jetzt hier noch eine Schlitzschraube. Wenn wir die lösen, können wir auch die Wanne abnehmen. Bei der Schraube ist auch ganz wichtig, dass man einen passenden Schraubendreher nimmt. So, das ist die Senkkopfschraube, die halt das Vergasergehäuse gehalten hat. Und jetzt können wir das Vergasergehäuse auch abziehen. Hier kommt dann direkt auch ein Viaggio-Logo zum Vorschein. Wenn das nicht da ist, dann weiß man, dass das Gehäuse nicht mehr original ist. Hier haben wir die Dichtfläche vom Vergaser. Da die PX Alt hier keine Ölpumpe hat, ist das eine kleine Dichtfläche. Und hier an der Unterseite sehen wir es auch. Ich hab was rein, da. Was ein Luxus, zum Glück habt ihr mich. Also, linke Seite PX Alt, rechte Seite PX Lusso. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen zum einen hier die Bohrung für das Öl, was ich euch eben gesagt habe. Und hier oben eine Ölpumpe, beziehungsweise die Ölpumpe ist nur noch bis zur Hälfte da. Hier gehört noch ein Deckel drauf. Ansonsten sieht die Vergaserfläche erstmal gleich aus. Und ich sehe gerade, bei der Lusso-Version haben wir innen drin kein Piaggio-Logo. Ah, so, das ist die Unterseite, was ich eben schon angesprochen habe. Die Planfläche der Unterseite von der Lusso ist natürlich größer, weil hier haben wir den offenen Ölkanal. Das ist das, was immer undicht wird bei der Lusso. Und man sieht, dass hier auch schon Dichtfläche drauf ist. Und ich habe meiner Lusso sogar neues Vergasergehäuse gegönnt und es ist immer noch eine Dichte. Also es ist echt ja, total nervig. Beim Lusso-Gehäuse haben wir hier außen das Piaggio-Logo. Und ja, das ist der Unterschied quasi zwischen Getrennschmierung und Gemischschmierung. Also sprich, wo man halt das Öl in den Tank reingibt. Okay, weiter geht's. Wichtig ist, wir haben hier oben noch eine Gummidichtung, die halt den Deckel luftdicht mit dem Gehäuse verschließt. Und hier unten gibt es dann auch noch eine Papierdichtung. Das ist die Papierdichtung der Unterseite. Und hier sollte man jetzt bedenken, das ist natürlich Dichtfläche. Das heißt, man sollte da jetzt nicht grob motorisch dran gehen. Man kann hier schon mit einem Schleifvlies das bisschen sauber machen oder besser mit Bremsenreinigern erstmal nur ein C-Bar. Und notfalls, wenn da wirklich harte Korrosion oder Ablagerung oder sowas ist, kann man noch mit dem Schleifvlies dran gehen
und ja, dann passt es soweit. Okay, das war der Vergaserausbau. Jetzt machen wir oben weiter. So, Vergaser ist jetzt ausgebaut. Das heißt, wir können den Vergaser auseinanderbauen, um den Vergaser zu reinigen. Ganz wichtig, bevor ihr sowas anfangt, besorgt euch zuerst ein Vergaser-Dichtkit. Wir wollen auf keinen Fall die alten Dichtungen weiter benutzen. Die sind auch nicht teuer. Ich glaube, das Vergaser-Dichtkit, das liegt bei 2 Euro, original von Del Orto, wobei Del Orto ja auch nicht mal Del Orto ist. Und zusätzlich kauft euch neue Schwimmernadel. Man sieht, dass die Schwimmernadel hier an der Unterseite so eine rote Dichtfläche hat. Und wenn die Dichtfläche kaputt ist, sieht man das nicht unbedingt mit dem Auge. Aber man hat nur Probleme, wenn die Schwimmernadel nicht mehr dicht ist. Und gerade in meinem Fall, die ist von 1981, ja, das schadet nicht, die auszutauschen, kostet ganze 4 Euro, auch original von Del Orto. Und da macht man nicht lange rum. Also Dichtsatz, Vergasernadel ist ein Muss. Zudem ist es noch sinnvoll, Dichtungen für Vergaser zu Vergasergehäuse und Vergasergehäuse zu Motor zu besorgen. Ich habe eh separat noch einen kompletten Dichtsatz, das heißt, die werden bei mir über sein, kosten aber auch nicht die Welt. Ich glaube 40 Cent pro Stück, also da macht man nicht lange rum, man kauft was Neues, wenn gut ist. So, Demontage des Fallstromvergasers. Das ist die richtige Bezeichnung, beziehungsweise noch richtiger wäre Flachschieber-Fallstromvergaser. Ziemlich kompliziert, ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube, das heißt Flachschieber. Stimmt nicht ganz. Der Flachschieber bezeichnet nur das Element hier drin, das quasi den Luftkanal limitiert. Hier gibt es halt verschiedene Systeme. Da wir hier einen Schieber haben, ist es ein Flachschiebervergaser. Aber die Bauart, dass wir halt hier drüben die Schwimmerkammer haben und über verschiedene Kanäle und Düsen das nebendran in das sogenannte Fallrohr geleitet wird, das nennt man dann Fallstromvergaser. Okay, was haben wir hier am Vergaser? Wir haben zum einen Benzinanschluss, dann läuft das Benzin hier durch. Hier haben wir dann noch eine kleine Benzinkammer, hier drückt sich das Benzin hoch, dann kommt hier ein Filter. Und dann gibt es hier noch einen Kanal, wo es runter geht in die eigentliche Schwimmerkammer. Das ist hier unten. Hier sitzt dann Schwimmer und Schwimmernadel. Dann geht es hier rüber. Hier haben wir dann unsere Haupt- und unsere Nebendüse. Die Nebendüse, die ist quasi nur für unser Standgas da. Und erst wenn man Gas gibt, ich sag mal so ab 20-25% unseres Drehzahlbereichs, erst dann kommt die Hauptdüse zum Einsatz und beim Vollgasfahren quasi kommt nur unsere Hauptdüse zum Einsatz. Das geht dann hier drüber, hier drüben haben wir dann noch so ein Zerstäuberrohr in unserem Luftkanal. Da drin haben wir noch unseren Flachschieber, wie ich es eben schon gezeigt habe. Ansonsten haben wir hier neben unsere Leerlauf-Gemischeinstellung und hier oben unsere Standgaseinstellschraube. Hier nebendran gibt es noch den Choke. Der macht halt im Endeffekt einfach nur einen Kanal zu, ist für den sogenannten Kaltstart. Wobei mittlerweile habe ich auch schon erfahren, dass der Kaltstart eigentlich das falsche Wort ist. Und zwar das Problem ist, warum ein Zweitaktmotor kalt nicht läuft, ist einfach, dass der Motor trocken ist. Und wenn der trockene Motor halt versucht zu starten anfangs, tut sich überall an dem trockenen Metall quasi unser Gemisch erstmal absetzen. Das heißt, das Gemisch klebt am Metall und kommt nicht in den Zylinder, das kommt nicht genug in den Zylinder. Darum läuft der Motor nicht sauber in den ersten paar Umdrehungen und dafür brauchen wir den Choke, dass einfach das Gemisch viel fetter ist, dass sofort der Motorraum quasi oder der Ansaugtrakt feucht wird und wenn der feucht ist, ab dann tut unser Gemisch 1:1 in den Zylinder reinströmen. Ich glaube, das habe ich irgendwo bei Motor Evo gehört, gesehen. Könnt ihr auch mal vorbeigucken, ist ein cooler YouTube-Kanal. Okay, fangen wir mal an, den Vergaser zu zerlegen. Ich mache den Vergaser übrigens mit einem Ultraschallgerät sauber, das steht hier im Hintergrund. Dazu mache ich noch ein separates Video, und zwar ein Werkzeugvideo, habe ich mir gedacht, wo ich einfach mal alles vorstelle. Ganz knapp, das ist ein China-Ultraschallgerät, kann aber mit den deutschen Markengeräten locker mithalten. Also das, was ich bisher gesehen habe, ich bin wirklich zufrieden. 3 Liter Version, 1A. Wie es typischerweise bei Ultraschallgeräten ist, gibt es hier einen Korb dazu. Das ist natürlich in der China-Version ein bisschen grobmaschiger, aber das funktioniert so auch. Als erstes machen wir mal den Deckel unseres Benzinfilters auf, quasi von unserem zweiten Benzinfilter. Der erste Benzinfilter sitzt ja direkt am Benzinhahn oben, das ist ja so ein Kunststoffnetz.
Und hier quasi vor dem Vergasereingang oder direkt nach dem Vergasereingang haben wir nochmal ein kleines Hieb. Hier gibt es auch eine kleine Dichtung unter der Schraube. So, und jetzt sehen wir hier schon unser Benzinfilter. Das Ganze funktioniert halt so, dass hier Sprit in den Vergaser reinkommt. Die Kammer füllt sich, das Benzin tut sich von unten nach oben durchdrücken und landet dann hier in dem Kanal drin. Und unter diesem Kanal sitzt dann auch die Schwimmernadel. Das kann man einfach ein bisschen rauspopeln oder mit dem Schraubenzieher ein bisschen nachhelfen. Das muss man nicht unbedingt austauschen. So. Man sieht auch, dass der tatsächlich mal ein bisschen gefiltert hat. Den Filter muss man nicht unbedingt austauschen. Also das ist ein Kunststoffnetz, das kann man auch locker sauber machen oder mit Bremsenreiniger durchspülen. Wenn das jetzt ein Textilfilter wäre, der hat so feine Poren, das sollte man dann schon austauschen. Aber die Kunststoffdinger kann man bedenkenlos weiter benutzen. So, als nächstes können wir hier unseren Benzinschlauchanschluss entfernen. Das kann man übrigens alles ganz gut mit zwei Schlitzschraubendrehern machen. Einmal einen großen, einmal einen kleinen. Hier sollte man halt auch aufpassen, dass man den richtigen Schraubendreher benutzt, dass die Schrauben nicht rund werden. Das ist der Benzinhahnanschluss. Der hat hier eine Dichtung und auf der anderen Seite auf der ganzen Oberfläche eine Dichtung. Die klebt dann hier dran. So, nun können wir unseren Deckel der Schwimmerkammer abnehmen, wo im Endeffekt auch der Schwimmer dann dranhängt. Das sind hier zwei Schrauben. Die Schrauben, die sind verschieden lang. Links, hier wo der Benzinanschluss quasi ist, kommt die lange Schraube rein. Rechts kommt die kurze Schraube rein und die haben auch beide eine Unterlegscheibe drunter. So, jetzt kann man den Deckel einfach rausziehen und hier sehen wir jetzt schon unseren Schwimmer und hier unten drunter drin unsere Schwimmernadel und hier gibt es eine Dichtung. Um den Schwimmer jetzt zu demontieren, müssen wir einfach nur die Achse rausdrücken. Da kann man eine Pinzette oder einen Schraubenzieher nehmen, je nachdem. Hauptsache nicht mit Gewalt arbeiten. Ich habe jetzt mal Licht angemacht, dass man einfach ein bisschen mehr sieht. So, also die Achse kann man auch mit so einer kleinen Zange rausziehen. Dann kann man jetzt den Schwimmer abziehen, inklusive der Schwimmernadel. Und hier die Dichtung kann man jetzt auch entfernen. Und das hier drin ist dann quasi die Dichtfläche, wo die Schwimmernadel reingeht und das dann abdichtet. Und die Schwimmernadel, die ist hier einfach nur so an der Seite reingesteckt. Und wie schon gesagt, hier an der Unterseite so eine Dichtfläche und man sieht es mit bloßem Auge nicht, ob die verschlissen ist oder nicht. Und da das Produkt eh nur 4 Euro kostet, wegschmeißen, neue benutzen. Zumindest so weglegen, dass man es nicht verwechseln kann. Und ich sehe gerade, dass wir hier übrigens auch noch eine dritte Düse haben. Ich glaube, das ist eine reine Luftdüse, die dann im Endeffekt hier von dem Choke zugemacht wird. Hier in der Schwimmerkammer sieht man auch schon ein bisschen Dreck drin. So, als nächstes können wir mal die drei Düsen rausschrauben, also die Hauptdüse, die Nebendüse und die Luftdüse hier. Aufpassen, die Düsen sind aus Messing, das heißt, es ist ein sehr weiches Material und nicht, dass man die rund macht. Das wollen wir natürlich nicht. So, so sieht die Düse aus, die hinterm Choke sitzt. Das heißt, wir haben hier zwei Bohrungen. Unten auch noch eine feine Bohrung und halt oben eine Öffnung. Dann kommen wir zur Nebendüse. Die Nebendüse sieht dann so aus. Hat wie ein Pilz hier unten. Und dann die Hauptdüse. Dann nehme ich den großen Schraubenzieher wieder. Unsere Hauptdüse sieht dann so aus. Und normalerweise ist die jetzt auch trennbar oder teilbar. Allerdings hier auch wieder aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht. Genau, das ist die Unterseite, die kann man rausziehen. Und das in der Mitte. Kann man normalerweise genau auch rausziehen. Wenn man das halt alles auseinander macht, dann kann man das einfach besser sauber machen.
wobei die Düsen eigentlich sogar noch ganz gut aussehen, aber man macht das hier auch, um die Kanäle im Vergaser zu reinigen. Okay, als nächstes können wir hier mal unseren Flachschieber und unseren Choke ausbauen. Das kann man dann einfach rausziehen. Hier beim Choke haben wir hier unten drunter eine Feder. Dann kommt unser Flachschieber. Hier vielleicht noch ein bisschen mit dem Daumen dran halten. Hier, weil da eine Feder hinten dran sitzt. Das ist auch die Feder, die quasi den Gaszug wieder zurückdrückt. So, also falls man mal die Schraube verwechselt, weil die vom Choke, die eine und die zwei hier, die sehen optisch gleich aus. Allerdings ist hier der Steg ohne Gewinde länger. Und hier haben wir unseren Flachschieber und die Feder, die können wir einfach aushängen. Und der Schieber, der ist auch nur so eingehängt in der Kugel hier. Und dann kann man hier gibt es übrigens auch noch eine Gummidichtung. Ich weiß gar nicht, ob der Ersatz dabei ist. Ich lasse die Stange jetzt aber einfach mal drin. So, sieht der Vergaser schon ziemlich gut aus. Als nächstes können wir jetzt noch die Schrauben für Standgase rausdrehen. Die Default-Einstellung, wie das vom Werk aus ist, die gebe ich euch später beim Zusammenbau. Genauso wie bei der Laufmischschraube. Da haben wir auch eine Spitze unten. Und übrigens die Feder, die ist auch nur dafür da, eine Spannung aufzubauen, weil ein Gewinde, was unter Spannung steht, löst sich nicht. So, unser Vergaser ist jetzt ziemlich demontiert. Wir haben hier unten noch eine Dichtung, die kann man auch drauf lassen. So, das kommt jetzt alles ins Ultraschall. Ich werde den Vergaser zweimal 45 Minuten reinigen im Ultraschall bei 60 Grad. Einmal so rum und im zweiten Durchgang werde ich den Vergaser einfach nur so rum hinlegen, dass der einmal quasi 90 Grad gedreht wird und dann sollte das auch gut sein. Als nächstes prüfen wir noch einen Schritt, der viele auch schon zur Verzweiflung gebracht hat. Und zwar gucken wir, ob der Schwimmer dicht ist. Das heißt, ich gebe den Schwimmer jetzt einfach in Wasser rein und gucke, ob Blasen aufsteigen. Wie beim Fahrradreifen auch. Aber der ist dicht. Weil wenn der Schwimmer undicht ist, läuft da natürlich auch Benzin rein und der ist immer offen. Das heißt, der Sprit läuft einfach so durch, euer Gemisch wird viel zu fett und wenn ihr Pech habt, säuft euch auch die Vespa bzw. jeder andere Zweitaktmotor auch dann darüber ab. Das heißt, der kommt jetzt auch ins Ultraschall. Der schwimmt natürlich, ist aber nicht schlimm. So, als Temperatur stelle ich jetzt 60 Grad ein und das Ganze will ich 45 Minuten laufen lassen. So, und zum Reinigen nehme ich stinknormalen Motorradreiniger, das funktioniert ganz gut. So, wenn ich jetzt gleich starte, dann werden hier gleich richtige Dreckwolken aufsteigen. Das will ich euch nur kurz zeigen, bevor ich dann den Deckel drauf tue. Also, hier wird das Ultraschallgerät eingeschaltet. Das wird sich jetzt komisch anhören, nicht wundern. So, der erste Durchgang ist durch. Das heißt, wir nehmen das Gerät jetzt vom Stromnetz und machen erstmal einen Wasserwechsel. Also die Boje ist mehr schwarz als sonst irgendwas, das heißt, da hat sich ordentlich Dreck gelöst. Vor allen Dingen hier unten sieht man auch ölige Rückstände hier. Das, was hier so perlt, das heißt, die Vergasergänge, da war schon noch Dreck drin. Das sind jetzt die Bodenablagerungen quasi vom ersten Durchgang. Also man sieht, da ist wirklich sehr, sehr viel Dreck drin, der sich gelöst hat. Natürlich war das nicht alles im Inneren vom Vergaser, sondern auch teilweise von außen. Aber ja, wie gesagt, als nächstes kommt der Vergaser jetzt so rein. Und da bin ich sogar echt noch am Überlegen, noch einen dritten Gang zu machen, wo ich den Vergaser so reinlege. Weil der Ultraschall wird ja von unten quasi erzeugt. Und ja, das Gerät kostet übrigens 60 Euro im Internet. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ist wirklich top. So, unser Vergaser ist jetzt schön sauber rausgekommen.
Das heißt, wir können jetzt anfangen, den Vergaser wieder zusammenzuschrauben. Zuerst fangen wir mit der Gemischschraube an, mit der Leerlauf-Gemischschraube. Die bekommt ihre Feder und kommt hier hinten in ihren Sitz. Die tun wir jetzt erstmal ganz reingehen. Wenn die ganz drin ist, kommt sie eine und eine halbe Umdrehung raus. Eins, zwei. So ist ein guter Default-Wert. Als nächstes können wir mal den Schwimmer montieren. Hier haben wir ja den Deckel der Schwimmerkammer. Da muss man dann gucken, welche die passende Dichtung ist. Das sieht nach der richtigen Dichtung aus, aber da das eine Papierdichtung ist, werden wir die auch erstmal ein bisschen einölen. Das heißt schon, hier meine Bütte, die ich hier schon habe. Und mein Zweitaktöl, das ich hier in der Tasse habe. Und schmiere damit quasi die Dichtung ein. Und dann kann ich die Dichtung auch schon montieren. Als nächstes nehme ich meinen Schwimmer und verpasse dem Schwimmer meine neue Nadel. Tue die Nadel hier in ihren Sitz und kann dann hier auch schon den Bolzen quasi montieren. Den Bolzen kann man auch ein bisschen Öl geben. So, gucken, dass sich das gut bewegt. Und ansonsten können wir dann hier schon unsere Düse einbauen. Da sollte man gucken, dass die Löcher auch wirklich frei sind. Und die zieht man auch nur mit Gefühl rein, also nicht wirklich festdrehen, gerade so auf, ich sag mal, 5 Newtonmeter. Dann kann man den Schwimmer hier ansetzen. Dann gab es hier eine lange Schraube und eine kurze Schraube. Also es ist auch nicht zu Ochse ohne Ende, ne, sondern wirklich mit Gefühl. Ich sag mal 10, 15 Newtonmeter. Das ist doch, glaube ich, ein guter Wert. So, als nächstes können wir unsere Hauptdüse zusammenbauen. Ich habe hier unten schon die 100er Düse dran gesteckt. Nicht wundern, ich wollte die jetzt nicht nochmal abmachen. Ich habe natürlich geguckt, dass alle Düsenlöcher quasi frei sind. Kann man das hier auch schon ansetzen. Wenn man Gewinde nicht sauber geht oder sowas, nicht mit Gewalt neu drehe, sondern rausmache und gucke, ob da irgendwie Dreck oder sowas drin ist. Als nächstes kommt unsere Nebendüse. Ebenfalls gucken, dass da alle Löcher frei sind. Okay. Dann können wir hier auch unseren Benzinfilter einhängen. So. Und in dem Deckel gibt es eine neue Dichtung. Können wir auch die Gummidichtung nehmen. Können die auch ein bisschen einreiben. Für die Schraube, die quasi den Deckel festträgt, gibt es auch eine neue Dichtung. Und die kann man ebenfalls auch mit Öl etwas bestreichen.
Dann kommt hier unser Benzinanschluss, der hat zwei Dichtungen, also auf dieser Seite eine kleine und hier eine große. Zerbröselt schon die Hand. So, einmal die große für die Unterseite hier. Die kann man dann auch so auch schon aufsetzen hier, damit man weiß, dass sie da richtig sitzt. Und für die Befestigungsschraube gibt es jetzt hier auch noch eine Papierdichtung. Die müssen wir später eh noch mal abmachen, weil das muss ja in den Benzinschlauch quasi montiert werden, reingedrückt werden. So, jetzt bleibt da auch gar nicht mehr so viel übrig. Da kann man ein bisschen Öl hier auf die Feder machen. Aber im Endeffekt tut es halt einen Luftkanal zumachen. Da läuft normalerweise nicht wirklich viel Sprit, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Das war also auch die Schraube, wo keinen langen gewindelosen Gang hat quasi. Das dreht man so lange, bis es halt fest ist. Damit es halt plan quasi hier aufsitzen und keine Falschluft gibt. Okay, dann kommen wir hier zum Schieber, zum Flachschieber. Den kann man auch mal einölen, dass der schön gleichgängig geht auf beiden Seiten oder allen Ecken besser gesagt. Das Ganze wird dann so eingehängt, dass hier die Stange ganz unten ist und dann hat man nämlich oben dann quasi zwei Federteller frei. Und die Feder verhindert dann gleichzeitig, dass hier die Stange rausrutschen kann. Dann kann man das hier auch noch ein bisschen, also die Seitenflächen, ein bisschen ölen. Kann den Schieber hier einführen. Ein bisschen spannen, damit man die Schrauben hier reinbekommt. So, als nächstes bleibt noch unsere Standgasschraube, die kommt hier rein. Die drehen wir auch erstmal rein und tun die so zwei Umdrehungen raus. Aber das ist dann eh die Feinabstimmung, was wir später halt an der Vespa direkt machen müssen, wenn der Motor zum ersten Mal läuft. So. Eine Umdrehung, zwei Umdrehungen. So, normalerweise sollten wir jetzt einen 1A gereinigten und lauffähigen Vergaser haben. Wie man den jetzt wieder einbaut, entweder ihr guckt euch den Anfang nochmal an und macht es rückwärts oder ihr guckt einfach mein Motor-Zusammenbau-Video wieder an, weil das werde ich da drin zeigen, dass dieses Video gar nicht so lang wird. Alles klar, wenn euch das gefallen hat, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ihr könnt auch gerne ein Like und einen Kommentar da lassen, würde mich sehr freuen. Ansonsten macht's gut, bis dann, ciao!